Kleiner Cold Opener und zur Erklärung am Anfang. Diese Geschichte wird, glaube ich, länger. Und so viel Zeit habe ich niemals am Stück, um sie so auszusprechen. Deswegen habe ich jetzt mal den ersten Teil aufgenommen und gucke, was ich daraus mache. Und es wird noch mehr Teile zu dieser Geschichte geben, weil ich gerade einfach nicht dazu komme. Und ich werde das erstmal fertig machen. Und dann bekommt ihr, wenn ihr Bock habt, noch mehr Zelda-Geschichte aus meinem Leben. Willkommen Leute, euer Gonzo hier. Und heute rede ich über Zelda. Nicht nur über Breath of the Wild und auf gar keinen Fall über Tears of the Kingdom, das ich ja noch gar nicht gespielt habe, was ich aber auf jeden Fall vorhabe zu spielen. Aber ich rede mal über mein Verhältnis zu Zelda mein ganzes Leben lang. Weil ich bin ganz knapp älter als die Zelda-Geschichten, ganz knapp. Und Zelda ist jetzt Mitte 30. Also die Spiele sind jetzt Mitte 30. Und eigentlich dachte ich schon, mit Skyward Sword geht die Reihe in eine Richtung, die ich überhaupt nicht mehr abfeiern kann. Und das war eins der weiteren Zelda-Spiele, die ich abgebrochen habe, wo ich mir dachte so, nee, das ist ja mega scheiße. Warum? Warum Nintendo? Warum diese Gimmick-Kacke? So. Es gibt ja einige Zelda, ich weiß nicht, ob Spin-Offs sind oder Hauptteile, wo ja auch Gimmicks mit dem 3DS so umgesetzt wurden. Es ist ja einfach so, dass Nintendo manchmal Konsolen macht, die ein spezielles Gimmick haben. Und dann muss das auch rein. Das wird dann den Entwicklern auch so reingezwungen. Und da können die nicht einfach ein schönes Spiel machen, sondern die müssen dann die Konsole bedienen. Die Einzigartigkeit der Konsole, die muss hervorgehoben werden. Und das kann ein großes Problem sein, wenn das kein gutes Spielgefühl ergibt. Wenn es nicht zum Vorteil für den Spieler ist. Einfach nur, um zu beweisen, die Konsole ist aber gut und nur auf dieser Konsole kann das Spiel laufen. Und das ist schon ziemlich nervig. Müsste eigentlich gar nicht sein. Da würde ich jetzt direkt ansprechen, dass es in Skyward Sword ganz viel Bewegungssteuerung gibt. Und das hat mir beigebracht, Bewegungssteuerung zu hassen. Dabei ist sie gar nicht so schlimm. Ich habe ein Video gesehen, wo erklärt wird, dass Bewegungssteuerung eigentlich total geil ist, aber wir werden mit Bewegungssteuerung so gefoltert, dass wir nicht verstehen, was die gute Bewegungssteuerung ist und was die schlechte Bewegungssteuerung ist, weil das ein aufgezwungenes Gimmick ist. Und es ist so, dass in Breath of the Wild die gute Bewegungssteuerung ja immer noch drin ist. Wie zum Beispiel beim Zielen mit dem Bogen. Ihr aktiviert den Bogen, ihr schaut direkt in die Richtung, in die linke schaut hat, und ihr könnt den Bogen mit dem Analogstick noch ausrichten, aber gleichzeitig mit der Bewegungssteuerung die Feinjustierung machen. Auf diese Weise kann man auf einer Konsole mit einem Controller wesentlich präziser zielen als jemals mit einem Analogstick. Und das ist der Hammer. Das ist Fortschritt. Das ist, was ein Spiel machen muss, damit der Spieler mehr Spaß hat. Aber Skyward Sword war Wii Sport Resort Hyrule Edition. Und das habe ich so unglaublich gehasst, weil die Steuerung für mich absolut nicht funktioniert hat. Aber fangen wir von vorne an. Die ersten Zeldas kannte ich natürlich nicht. Ich hatte irgendwann auch mal ein NES. Ich hatte aber nur Jump'n'Runs, weil die Vorbesitzer, die mir das ganze Gerät samt Spiele verkauft haben, hatten halt nur Jump'n'Runs. Das waren Casual-Spieler und die hatten auch keinen Bock mehr drauf und haben die deswegen verkauft. Da gab es keine Rollenspiele für mich, keine Adventure-Spiele oder sonst irgendwas. Kannte ich alles gar nicht. Ich weiß auch gar nicht richtig, Rollenspiele gab es generell hier noch gar nicht. Das ist so ein japanisches Ding. Und die Japaner hatten Probleme gehabt, Rollenspiele außerhalb von Japan zu vermarkten. Vielleicht, weil sie den Markt doch einfach falsch eingeschätzt haben. Ich meine, da kann man sich jetzt Dragon Quest und Dragon Warrior angucken. Die haben das ja umbenannt und haben das Artwork verändert, weil die dachten, das sieht so kindisch aus. Das Artwork stammt von Akira Toriyama, einem der bekanntesten Mangaka weltweit überhaupt. Jetzt natürlich, damals nicht. Aber wie kann man denken, dass dieses zeitlose Design, was jeder bis heute, wir alle kennen Dragon Ball. Und wer würde sagen, ey, Dragon Ball sieht voll kindlich aus, so.
Ich kann es keinem zeigen. Aber wir müssen Dragon Ball für den Westen, müssen wir das nochmal umdesignen. Quatsch. Die haben die total detaillierten, wunderschönen Artworks von Dragon Quest gegen generische westliche mit einem Drachen. So ein Ritter in westlicher Rüstung mit echt menschlichen Proportionen und einem Drachen im Hintergrund, weil sie dachten so, ey, der Westen, der mag nur so langweilige Drachen- und Rittergeschichten. So. Och, schwer. Blöd. Da habt ihr euch verkalkuliert. Und deswegen gab es hier keine guten Spiele damals. Für mich zumindest. Ich konnte diese Jump'n'Runs nie. Ich meine, ich war jung, hab die nicht verstanden. Wahrscheinlich, die haben mich genervt. Und das Ziel war ja auch, dass man die Spiele nicht schafft. Damit die einfach länger dran bleibt. Die waren einfach schwer, damit es länger dauert. Das war ja Absicht, die schwer zu machen. Da hatte ich einfach nicht die Geduld zu. So, dann bekam ich irgendwann einen Gameboy mit noch mehr Jump'n'Runs. Ich hab's gehasst. Das ist unglaublich. Direkt wieder ein Mario-Spiel. Oh Gott, war das grauenvoll. Ist ja widerlich. Ein Mario-Spiel. Dieses dämliche Gehüpfe. Das schaffe ich nie bis zum Ende. Ich habe da meinem Onkel zugeguckt, der hat mir das Spiel durchgespielt und ich habe einfach zugesehen. Das war das erste Let's Play meines Lebens. Ich habe daneben gesessen und zugeguckt und er hat's gespielt. Immer wieder und wieder durchgeschafft. Ich selber niemals. Ein Ding der Unmöglichkeit. Irgendwann bekam mein Onkel dann ein Super Nintendo. Und die Geschichte hatte ich auch in einer alten Voice-Datei gefunden hier. Ich habe euch die Geschichte erzählt, wie ich zu Konsolen gekommen bin, wie ich die Konsolen gespielt habe. Und ich habe daraus nie ein Video gemacht. Ich weiß nicht, warum die Voice-Datei immer noch auf dem Rechner rumliegt. Es war im Winter. Wir waren zusammen einkaufen. Es war schon dunkel draußen. Es war verschneit. Straßen waren weiß. Und da hat mein Onkel einen Super Nintendo bekommen mit F-Zero. Und auf dem Rückweg, da habe ich natürlich im F-Zero-Blättchen rumgeblättert und mir den Comic angeguckt, der in der Beilage drin war. Also in dem Game, in der Packung, war noch ein kleines Heftchen mit einem Comic drin, das so die Geschichte von F-Zero erklärt. Ich meine, das Spiel hat gar keine Geschichte. Es hat keine Story, keine Lore. Es zeigt einfach, wie die Fahrer in ihre Autos einsteigen, sich vielleicht noch einen dummen Spruch um die Ohren hauen. Dann ist dann der Ansager, der nie im Spiel vorkommt, der nirgendwo ein Artwork hat, und der Ansager gibt dann das Go und dann geht das Fahren los und so. So, und dann blieb das Auto im Schnee stecken. Wir sind da lang gerutscht, die Straße entlang. Das war eine abenteuerliche Fahrt auf dem Weg nach Hause. Und ab dann hatte mein Onkel einen Super Nintendo und ich war immer die Wochenenden bei meinen Großeltern. Und mein Onkel war das letzte Kind, das sechste Kind sogar, eine große kroatische Familie. Ich war jedes Wochenende da und ab dann habe ich natürlich da Super Nintendo gespielt. Und mein Onkel hat sich da tatsächlich auch Rollenspiele und Adventure-Spiele geholt, aber nur actionlastige, weil er rundenbasierendes Kampfsystem überhaupt nicht mochte. Ich weiß auch jetzt gar nicht, ob es rundenbasierte Kampfsysteme damals hier gab. Denn ich hatte ja nie Berührungspunkte damit. Ich hatte ja niemanden, der sich das kauft. Dann hat mein Onkel sich The Legend of Zelda geholt, A Link to the Past. Und mir gefiel das Spiel natürlich. Ey, es ist bunt, man ist so ein kleiner grüner Kerl mit einem Schwert und einem Schild und läuft durch eine Welt und die Welt ist so offen. Kein Jump'n'Run. Ich kann einfach in eine Stadt gehen und mit den Leuten reden. Und einige verkaufen vielleicht was und andere putzen vom Haus und so. Das war schon krass. Einfach so eine offene Welt, wo man Leute finden konnte. Einfach nur rumlaufen, erkunden. Das fand ich super. Die Dungeons, die mochte ich nicht. Die waren gruselig. So Dungeons, wo man sich drin verirrt. Und also der erste ging ja noch, wo man Zelda aus dem Kerker befreien muss. Irgendwie der macht Spaß. Der ist simpel. Da weiß man, wo man hin muss. Aber die späteren Dungeons, diese Rätsel-Dungeons, die sind darauf ausgelegt, dass man andauernd in Sackgassen läuft. Und dann, ja, ich muss erstmal Schlüssel finden. Dann muss ich wieder hin und wieder her. Und ich fand das nie gut irgendwie. Ich meine, fürs Kämpfen bekommt man nichts. Die Gegner droppen nichts. Es gibt kein Loot fürs Kämpfen. Es gibt keine Erfahrung fürs Kämpfen. Und dennoch hat man andauernd überall wieder Gegner, die man kaputt hauen muss. Und ständig zieht einen das an der Lebensenergie. Die lassen ab und zu mein Herz fallen.
Das hat mir so wenig gebracht. Das mochte ich nicht, diese Dungeons. Und die hat dann auch mein Onkel immer wieder gemacht. Und ich habe dann nur zugesehen. Ich habe dann zwischendurch einfach mal, wenn er nicht da war, das Pad genommen und bin einfach in der Welt rumgelaufen, in seinem Spielstand. Und habe einfach erkundet. Und das Spiel hatte ja sehr viel, ne? Eine bessere Ausrüstung später. Das Masterschwert, oh, nach den ersten drei Medaillons. Das ist auch so eine Sache, die sich durchzieht in der Zelda-Formel. Du machst drei Dungeons, bekommst drei Medaillons, darfst das Masterschwert rausziehen und dann geht das Spiel erst richtig los und du kriegst nochmal acht Dungeons. Und das ist eine Sache, die hat mir so auch gar nicht gefallen und nicht gereicht. Ich bekomme eine Aufgabe, eine Prämisse, rette den und den und dann mach erstmal drei Dungeons. Und dann gibt es eine Sequenz, wo ich ein Schwert rausziehe und dann, ja, mach mal acht Dungeons. So, hä? Was? Ich hatte die Aufgabe und hab drei Dungeons gemacht. Und jetzt, ja, jetzt mach acht Dungeons. Was? Wieso? Wieso muss ich jetzt nochmal acht Dungeons machen? Ich hab schon drei Dungeons gemacht. Und ihr bietet mir ja nichts Neues. So, okay, dann kam die Schattenwelt natürlich. Und die musste man ja erstmal bereisen. Die war nicht so offen wie die ursprüngliche Welt vorher. Das hatte den Zweck, dass man auch hin und her reisen musste. Man bekam später einen Spiegel, mit dem konnte man immer wieder zurückreisen in die andere Welt, um über Hindernisse zu kommen, weil die Welten waren so connected, dass man im Schattenreich an eine bestimmte Stelle nicht hinkommt, benutzt den Spiegel, geht in die Lichtwelt und dann kann man aber auf die andere Seite wechseln und da wieder zurück. Da waren Portale versteckt. Und so konnte man vorwärts kommen im Schattenreich und das war auch ein bisschen rätselhaft. Ging mir aber auch noch über meinen jungen Verstand. Das Spiel habe ich selber nie durchgespielt. Ich habe das später auch mal ein bisschen nachgeholt und einfach ein bisschen den Anfang nochmal gespielt, aber es macht einfach nie so viel Bock. Also, ich habe es zu spät nachgeholt nochmal. Dann bekam ich für den Game Boy ein mysteriöses Spiel. Das gab es damals im Quellekatalog. Das wird euch nicht sagen wahrscheinlich. Quellekatalog, gibt es das überhaupt noch? Das war ein Versandhaus und dann hatte man so einen dicken Katalog, wo einfach alles Mögliche drin war. Dann hat man da angerufen, hat eine Bestellung gemacht. Unter anderem gab es da Videospiele drin und bei den Videospielen gab es ein Sonderangebot. Ein geheimes Spiel für weniger Geld. Ein Überraschungsspiel, ein Random-Spiel. Und dann habe ich meine Mutter gebeten, dieses Random-Spiel einfach mal zu bestellen und zu gucken, was dabei rauskommt. Dann musste man 2 Wochen warten, weil eine Lieferung dauerte 2 Wochen. Ich weiß, man regt sich heutzutage über Amazon auf. Ja, dass da Leute getriezt werden, die Leute müssten laufen. Ich glaube, wenn die Bezahlung gut wäre, ich weiß ja nicht, wie die Bezahlung ist, aber wenn ich im Lager arbeiten müsste von Amazon und die Bezahlung wäre gut, dann würde ich, glaube ich, den kompletten Tag durchjoggen, um die Einkäufe aus den Regalen zu holen und sie in Körben zu sammeln. Das machen die ja. Die haben Körbe und da sind große Regale mit Ware, die eingeräumt sind. Und dann hast du eine Liste an Sachen, die du zusammenpacken musst. Und dann läufst du los und packst die Sachen in einen Korb und musst den Korb abliefern zum Verpacken. Und ich glaube, wenn es dafür anständig Geld gäbe und ich sowas hier in der Nähe hätte, ich würde da hingehen und den ganzen Tag joggen. Ich würde nur loslaufen und Sachen für Leute einsortieren, weil ich so geil finde, dass man Sachen einfach bestellen kann, die werden dann geliefert. Heutzutage geht das ja mega geil. Du bestellst was und am nächsten Tag ist es manchmal schon unterwegs. Manchmal noch in der Nacht, irgendwie packt das in der Nacht zusammen und es wird losgeschickt und es kommt am nächsten Tag. Für jemanden, der in den 80ern und 90ern aufgewachsen ist und der 2 Wochen lang, und damals war Zeit was anderes, damals waren die Tage irgendwie länger. Man hatte ja weniger zu tun. Du wolltest dich ja beschäftigen. Und dann hast du 2 Wochen, gefühlte 2 Monate, auf ein Paket gewartet und man wusste nicht, was da drin ist. Und dann war es Link's Awakening in Englisch. Ich konnte gerade so lesen und bekam die englische Version von Link's Awakening. Und ich konnte natürlich noch nicht richtig Englisch. Aber das war natürlich eine Herausforderung.
Allein das Booklet zu lesen war eine große Herausforderung und herauszufinden, welches Wort was bedeutet. Und ich habe mich da reingekniet, auch zu lernen, was das bedeutet. Ich habe auf diese Weise mit meinen Spezialinteressen habe ich wesentlich mehr Englisch gelernt als in der Schule. Ich habe in der Schule damals eine 4 gehabt, ausreichend. Und heutzutage habe ich kein Problem damit, Englisch zu verstehen. Das habe ich mir alles selber beigebracht. Durch Medien, die mich interessieren, die ich auf Englisch halt konsumiert habe. Nicht in der Schule. Da war so der Grundpfeiler, den ich ordentlich versaut habe, wo ich es nicht hinbekommen habe. Weil komm, diese langweilige englische Unterrichtssprache, die benutzt kein Mensch in der Realität. Das sind keine Gespräche, die man tatsächlich führt. Niemals. Wegbeschreibungen, die ihr im Englischunterricht lernt, die wird euch niemand so Wort für Wort wiederholen. Niemals sagt ihr irgendwem oder fragt irgendwem, wo geht's da lang, und er wird euch Wort für Wort genauso antworten wie im Englischunterricht, wie es grammatikalisch absolut korrekt ist. Das macht kein Mensch. Keiner redet so wie im Englischunterricht. Das ist ja total irre. Und konventionelle Sprache, Umgangssprache, wurde einem nicht beigebracht. Die hat man aber eventuell in Serien. Und da kann man wesentlich mehr lernen, wie man einfach ganz locker redet im Englischen. So, also auf jeden Fall, ich hatte dieses Spiel. Und das war natürlich noch schwerer, wenn ich nicht verstehe, worum es geht. Das ist der Hammer. Ich musste es einfach herausfinden. Was ist ein Broom? Das ist diese Frau, die ist die ganze Zeit am Kehren. Ja, dann muss ein Broom ein Besen sein. Klar. Und die ganzen anderen Sachen. Sword und Shield und Bombs und so weiter, alles verständlich. Bracelet. Das Armband der Macht. Um schwerere Sachen zu heben. Solche Worte halt. Das Spiel war einfach verdammt schwer. Ich habe immer wieder mal Hilfe gebraucht. Ich habe das aber letztendlich auch selber durchgespielt. Das war dann damit das erste Zelda, was ich komplett selber durchgespielt habe. Und ich fand den Soundtrack einfach mega. Natürlich ist ein Gameboy, der macht nur blieb-blopp. Aber die 8 Instrumente, die man sammelt und die dann einfach dieses schöne Lied ergeben, da hat man ja auch eine andere Zelda-Formel. Da ist man auf dieser Insel gefangen, man sucht seine Sachen zusammen und dann macht man Dungeon für Dungeon. Und die sind sehr kreativ, sehr unterschiedlich. Und man bekommt dann bestimmte Items, die man einsetzen kann. Und das Spiel war ja auch mal an manchen Stellen Sidescroller und man konnte das erste Mal hüpfen. Und dann hatte man Zauberstäbe, um damit Feuer zu schießen und sowas. Also ein bisschen kreativer war es schon von der Waffenwahl auch für die damalige Zeit. Das war irgendwie interessant. Irgendwie hat mich das mehr interessiert als die anderen. Auch Link's Awakening, was ich jetzt als Remake gespielt habe, hat mich total fasziniert. Da habe ich mir aber auch gerne im Internet dann Walkthroughs angeguckt von den Dungeons, damit ich halt nicht andauernd in Sackgassen laufe und überlegen muss, wo muss ich hin, sondern damit ich so Speedrun-mäßig weiß, wie der Dungeon aufgebaut ist. Damit ich so eine Mindmap habe, ich den Dungeon verstehe und dann fühlt er sich für mich wesentlich angenehmer an, wenn ich weiß, was zu tun ist und wenn ich einfach nur das abarbeiten kann. Und quasi nur noch eine Geschicklichkeitsprüfung im Spiel habe, um zu gucken, ob ich das genauso hinbekomme, wie der Kerl, der es mir walkthroughed hat. Oder habe ich mich overpowered, weil man kann in Link's Awakening tatsächlich inzwischen overpowered sein. Die haben nämlich einen Dungeon aus der DX-Version, der Game Boy Color-Version, auch noch hinzugefügt. Und man hat nachher einen so mächtigen Angriff, das ist der Hammer. Wie sich das stackt, die Angriffe, die man machen kann. Du kriegst ein stärkeres Schwert. Du kannst das rote starke Outfit, war das, glaube ich, oder? Das Outfit wechseln. Und hast dann einen doppelten Angriff vom Schwert, was den doppelten Angriff hat. Und ich glaube, dann auch noch so ein Triforce-Teil einsammeln. Und dann hast du nochmal einen doppelten Angriff. Ey, dann machst du mega Schaden. Dann one-hittest du einfach alles im Spiel. Es ist voll mega, was du da für einen Schaden reinhauen kannst in dem Spiel. Totale Overpowerung. Und dann habe ich ja später rausgefunden, das war ja eher so ein Kreativding von den Mitarbeitern von Miyamoto. Miyamoto ist ja der Erfinder der Zelda-Geschichten. Und die basieren so ein bisschen auf seiner Kindheit. Der ist als Kind so ein bisschen in den Wald gegangen, der am Rande seiner Stadt war. Ich glaube, das ist eine japanische Großstadt, ich habe vergessen, war es Tokio. Um Tokio herum ist ein Wald und der ist dann gerne ins Waldstück gelaufen und hat als Kind da gespielt. Habe ich auch. Ich wohne in einer Kleinstadt und hier gibt es auch Waldbereiche. Ich bin umgeben von Waldbereichen
wo ich als Kind natürlich auch in Waldbereiche gelaufen bin, habe Baumhäuser gefunden von anderen Kindern und bin da rumgeklettert. All das hatte ich auch. Deswegen konnte ich das auch sehr gut nachvollziehen, diese Zelda-Geschichten, diese Welten, die man da einfach sich anguckt. Nur die Dungeons fand ich jetzt nicht so krass. Also Link's Awakening hat mich überzeugt. Fand ich absolut gut. Und dann kam Ocarina of Time. Was ich mir selber gekauft habe, auch ohne einen N64 zu besitzen, weil mein Onkel hatte einen N64. Und ich war ja auch absoluter Nintendo-Fanboy bis zu einer gewissen Zeit, wo ich das erste Mal im Laden, ich glaube Pandemonium 2 gespielt habe oder so, und ich von der Grafik überrascht war und ich fand das total geil. Und dachte mir, ja okay, ich muss nicht unbedingt nur Nintendo-Fanboy sein, ich kann ja auch mehrere Spiele spielen. Hauptsache ich habe Spiele zu spielen, ist doch egal auf welcher Konsole, ne? War dann so meine Erleuchtung. Vollkommen egal, wo drauf. Aber natürlich bleiben wir erstmal bei N64. Meine Sony-Geschichte kommt ein andermal. Dann Ocarina of Time also. In den Zeitschriften hochgelobt, das beste Spiel aller Zeiten. Und es war mega. Diesmal war die Welt 3D. Man konnte mit Menschen in 3D reden, rumlaufen, Masken verkaufen. Der kleine Link hat sich Masken geholt in einem Maskenladen und hat als fahrender Händler gedient. Er ist rumgelaufen und hat die Masken an Leute verkauft. Allein das ist schon interessant. Dann hatten einige Masken Sonderfunktionen. Und darauf basiert ja später auch Majora's Mask. Dann gab es das Master Schwert. Und das Master Schwert hatte eine eigene Sequenz und plötzlich Zeitreise. Und voll krass. Die Sache ist, ich mochte ja immer die Welt und so ein bisschen die Lore drumherum. Was geschieht in dieser Welt? Und Ocarina of Time fängt an mit Link in einem kleinen Kokiri-Wald, umgeben von Kindern mit einer Fee. Und Link bekommt eine Fee und da steckt ja ein Geheimnis hinter. Und dann sucht man erstmal das Kokiri-Schwert. Und das ist schon so ein kleines Dungeon, was aber kein echtes Dungeon ist. Das ist so ein Ding nebenbei. Und dann macht man den ersten Dungeon, der ist noch in Ordnung und dann geht man erstmal ins Schloss, man verlässt den Kokiri-Wald und geht raus über die große Ebene, die einfach verdammt groß ist und schön anzuschauen. Und dann muss man ins Schloss. Und dann ist man plötzlich in der Stadt, voller Leute. Und da stehen Leute, die tanzen auf der Straße. Also es gibt so ein Pärchen, was da rumtanzt. Ein großer Brunnen am Platz. Und dann kann man zum Schloss gehen, schleicht sich da rein, trifft Zelda. All das komplett neu für ein Zelda-Spiel. Nicht nur in 3D, sondern ich habe erstmal Story. Erstmal wird mir die Welt näher gebracht. Und ich glaube, ab da macht es aber auch einen Deep Dive. Also, man trifft Zelda und dann geht's los mit mach noch mehr Dungeons. Und die waren, glaube ich, auch gar nicht mehr so prickelnd. Ich habe das gerade gar nicht im Kopf. Dann kommt die Zora-Domäne. Die Zora-Domäne ist natürlich an sich auch super zum Erkunden. Die sieht echt gut aus und da fühlt man sich auch irgendwie wohl. Man läuft da rum, das ganze Wasser und das Feeling, was man dann hat. Irgendwie geht mir das auch so unter die Haut. Wenn da so eine Höhle ist voller Wasser, dann fühle ich auch so ein bisschen so die klamme Luft. Und in Breath of the Wild auch unglaublich. Wenn man in so einen Schrein reingeht, in einen Kampfschrein, da ist Wasser auf dem Boden. Und da ist dieses blaue Neonlicht immer von dieser neuen Technik. Und wenn ich das im Sommer gespielt habe, ich habe es ja in dem Sommer gespielt, hatte ich das Gefühl von Frische und Kälte auf der Haut. Unglaublich, wie mich das so reizt, allein vom Visuellen her, dass ich das so nachfühlen kann. So, dann ich weiß gar nicht mehr, was war der Feuer-Dungeon? Den muss es ja auch schon gegeben haben. War das, wo man am Ende dem dann die Bomben in den Rachen wirft? Ich glaube, ja, ne? Wo man die Bomben bekommt. Kann ich mich noch sehr schwer daran erinnern, aber den Wal, das Wasserlevel, daran kann ich mich erinnern, es war ja grauenvoll. Aber ich glaube, der, also wenn man die Zora-Domäne, ich weiß die Reihenfolge nicht mehr, ich glaube, Zora-Domäne war das letzte, also kommen wir gleich zu den Koronen, machen wir das in falscher Reihenfolge. Also die Zora-Domäne, da kann man sich schon umgucken, kann Minispiel machen mit Abtauchen unter Wasser oder so, also von einem Wasserfall runterspringen. Und allein das fand ich schon von den Schauwerten super, von der Atmosphäre. Oder Fackeln anzünden. Man ist dann mit einem brennenden Dekostock, ist man dann den Weg lang gelaufen, hat die Fackeln angezündet. Das war auch sehr schön. Und dann muss man die Prinzessin retten. Und die lässt sich dann die ganze Zeit tragen. Der Dungeon war grauenvoll, voller Elektro-Gegner und ein Labyrinth einfach, was mich tierisch genervt hat. Fand ich nicht gut.
mochte ich nicht. Da musste man ständig die Prinzessin auf Schalter draufsetzen und sie hat einfach nur als, als Briefbeschwerer gedient. Das hat mich auch genervt. Boah, war das grauenvoll. Ich habe manchmal konnte sie verloren gehen, da musste man sie erst wiederfinden und wieder zurückholen. Oh nein, ekelhaft. So, bei den Goronen natürlich, auf dem Todesberg, die haben auch ein eigenes Dorf. Die gab es auch zu entdecken, mit denen konnte man auch reden. Und dann war dann Durania oder so, der Häuptling von denen, dem musste man sich auch erstmal beweisen. Also viele interessante Charaktere waren einfach da drin. Und dann hat man den Feuerdungeon auch gemacht, hatte 3 Medaillons schon wieder. Ist dann zur Zitadelle der Zeit, also erstmal zurück zum Hyrule Castle. Und dann plötzlich gibt es eine Sequenz, es regnet, es blitzt. Und dann kommt Zelda mit ihrer Wächterin Impa rausgeritten. Und Zelda wirft einem die Ocarina der Zeit zu. Und Gen kommt hinterher geritten. Sehr imposant auch, glaube ich. Bleibt, glaube ich, kurz stehen, oder? Macht so einen Kavaliersstart, so mit dem Pferd hoch, so die Vorderpfoten hoch. Habe ich gerade so im Kopf, ich weiß nicht, ob es stimmt. So, und dann geht man zum Masterschwert. Man hat die Ocarina der Zeit. Und dann kommt die Sequenz, man zieht das Schwert raus und plötzlich ist man in der Zukunft. 7 Jahre in der Zukunft, Link ist groß. So, und ich meine, das habe ich in Zeitschriften bereits gelesen, das war kein großes Geheimnis, aber die Sequenz ist erstmal mega geil. Und dann ist man endlich der große Link, der natürlich wesentlich bessere Ausrüstung sammeln kann. Und dann wird das Spiel aber auch gruseliger. Man hat plötzlich die Gyptos, diese Mumien, die einen starr einfrieren. Man kann natürlich einen Song spielen und dann frieren die ein. Wusste ich ja auch nicht sofort. Dann kommt aber dieses, nun mache nochmal 7 oder 6 Dungeons oder sowas. Das ist hier diese typische Zelda-Formel. Du hast bis jetzt Story gehabt, ja, jetzt mach doch mal Dungeons am Stück. Jetzt ist die Geschichte ausgegangen, mach mal. Und man hat dann den Sheik, der einem sagt, so hier, du musst dahin und das machen. Du kannst nochmal die Welten entdecken, die sind ein bisschen lebensunfreundlicher geworden, nachdem Gen die Macht an sich gerissen hat. Man muss nochmal schwere Dungeons machen. Und dann kommt raus, dass Sheik in Wirklichkeit Zelda ist. Sie hat sich bis jetzt gut versteckt. Aber nun nimmt sie Gen gefangen. Dann muss man gegen Gen kämpfen. Und dann kommt auch eine super Sequenz. Also man flüchtet dann mit Zelda und auf dem Dach stellt Gen einen nochmal und verwandelt sich dann in ein riesiges Schweinemonster. Und dann bekämpft man den. Und ich glaube, Zelda versiegelt ihn dann. Und dann hatte ich das erste Mal aber mir gedacht, das ist eigentlich voll beschissen. Warum hat Ganon die Superpower, sich in ein Riesenmonster zu verwandeln? Warum hat Zelda Siegelkräfte, mit der sie zaubern kann, Lichtzauber? Und warum hat mein Held nichts? Warum hat der einen Scheiß? Warum hat mein Held Mut? Mut ist nichts. Wieso sind andere Charaktere so viel krasser? Warum können andere Charaktere zaubern und ich habe den Nichtsnutz, der halt mit dem Schwert schlagen kann und ein Schild hat? Das war ein bisschen so, wieso habe ich die schwächere Wurst? Warum kann ich nicht Zelda spielen und geil rumzaubern? Warum kann Link sich nicht in irgendwas verwandeln und irgendwo draufhauen? Warum hat er die schwächste von allen Superkräften? Ich meine, erzählt mir jetzt nicht so, ja, was ist Mut und bla bla. Ja, aber gameplaymäßig ist Mut halt nichts wert. Du musst das ja sowieso machen, ob du jetzt mutig bist oder nicht. Du musst ja jetzt sowieso durch. Du willst ja das Ende erleben. Das hat mich zu der Zeit auch bei vielen Spielen genervt. Wenn irgendwie Gegner Superkräfte hatten und man selber war immer nur die schwache Wurst. Und Tomb Raider. Tomb Raider ist zu der Zeit auch sehr abgedriftet. Und dann hatte man da eine Lara-Kopie, in einem späteren Teil war das irgendwann. Es gab so eine Fake-Lara, die 10 Meter in die Höhe springen konnte und Superkräfte hatte. Irgendwie eine Dämonen-Lara und ich habe die langweilige echte Lara, die nicht so sexy rumläuft und langsam an Wänden entlang klettern muss. Und wenn sie runterfällt, ist sie sofort tot, weil sie keine 5 Meter abstürzen kann, ohne zu sterben. Warum kann ich nicht die 10 Meter springende Lara haben im Lederoutfit? Warum nicht? Wieso muss ich die kleinere Wurst spielen? Das hab ich voll genervt. Wieso habe ich nicht coolere Charaktere mit cooleren Kräften? Ähnlich Metal Gear Solid. Warum kann man nicht den Cyber Ninja spielen? Warum kann ich mich nicht unsichtbar machen und Gegner wegschnetzeln mit dem Katana? Wieso nicht?
Wieso kommt keiner auf die Idee, dass das das bessere Spiel wäre, wenn ich das freischalten könnte und unsichtbar Leute wegmetzeln? Gab es dann in den Virtual Missions. Könnte man tatsächlich machen. Trotzdem war ja Ocarina of Time eine mega Geschichte. Und auch am Ende noch eine schöne Sequenz und dann mit Link zurückgeschickt und alle fragen sich, wie geht denn das? Jetzt wird er zurück in die Zeit geschickt. Und was ist mit der Zukunft? Und was passiert denn in der Vergangenheit? Wie besiegen sie Ganon in der Vergangenheit? Ich meine, wenn sie Link zurück in die Zeit schickt, dann hat er ja das Masterschwert nicht rausgezogen. Er hat damit das Heilige Land nicht aufgemacht für Ganon und Ganon kam an die Macht nicht ran. Das war ja, der Drops war ja gelutscht. In dem Moment, wo Link das Masterschwert rauszieht, war der Drops gelutscht. Und man konnte das nicht mehr rückgängig machen. Am Ende schon. Am Ende schickt Zelda ihn zurück durch die Zeit und die Sache ist nie passiert. Warum nicht vorher? Warum kommt Sheik nicht und sagt, hey, ich bin übrigens Zelda und ich schicke dich jetzt zurück in der Zeit, damit das alles nie passiert? Okay? Ja, okay. Als wenn Link Nein gesagt hätte. Ich sag doch nichts. So, an der Stelle beende ich jetzt den ersten Teil meiner Jugenderzählung zu The Legend of Zelda, The Legend of Gonzo, die Geschichte meines Lebens. Und wenn euch die Geschichte bis jetzt gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen da, schreibt es in die Kommentare, sagt Bescheid, dass ihr mehr hören wollt. Und dann werde ich diese Geschichte auch fortsetzen, sobald ich wieder Zeit habe, was einzusprechen. Ich bedanke mich bis hierhin fürs Reinhören. Macht's gut, ciao und bye bye. Euer Gonzo.